Die Date-Saison ist wieder voll im Gange und damit du für dein nächstes Date perfekt vorbereitet bist, solltest du dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis zum Schluss anschauen. Dates können anstrengend sein, ja, auf jeden Fall, und auch stressig sein, weil man die Person, die man vielleicht datet, erst gerade frisch kennengelernt hat oder vielleicht sogar zum ersten Mal erst trifft. Und damit du bei dem Date nicht angespannt bist, sondern locker, cool und lässig da reingehst, gibt's heute ein paar Tipps von deinem Online-Bro, damit du wirklich nicht nur das Date hinter dich bringst, sondern grandios vorbereitet bist und das Date zu einem vollen Erfolg wird. Punkt Nummer 1, du solltest dich auf jeden Fall passend auf das Date einstimmen. Was das für dich heißt, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir ein paar Beispiele geben. Du kannst zum Beispiel vor dem Date einfach nochmal einen schönen Run machen. Lauf nochmal eine Runde, mach nochmal ein bisschen Sport oder geh zum Beispiel ins Fitnessstudio, pump deinen Körper nochmal so richtig auf, damit du dich auch wirklich wohl in deiner Haut fühlst. Oder du kannst zum Beispiel deine Lieblingsmusik anmachen, damit du einfach richtig gute Laune bekommst oder dir vielleicht auch einen passenden Drink genehmigen, damit du einfach schon mal in Fahrt bist und in Stimmung bist. Muss jetzt nicht unbedingt ein Alkohol sein, ja, kann natürlich auch ein unalkoholischer Drink sein, aber dass du einfach schon mal so ein bisschen drin bist in diesem Feeling. Wenn ich hungrig bin, bin ich nicht ich selber. Und wenn das bei dir auch so ist, solltest du auf jeden Fall vorm Date eine Kleinigkeit essen. Muss jetzt kein Snickers sein, aber ich empfehle dir vielleicht so einen Salat zu essen mit ein bisschen Brot dabei, dass du auf jeden Fall was im Magen hast. Denn wenn du während des Dates auf einmal Heißhunger bekommst, ja, oder zu Diva wird, da ist kein mitgeholfen. Und grundsätzlich würde ich dir sowieso empfehlen, beim Date nichts zu essen, ja, vielleicht eher in eine Bar reinzugehen, es sei denn, ihr seid wirklich gezielt zum Dinner verabredet. Wenn du glücklich bist, dann strahlst sie. Wenn du wütend bist oder dich möglicherweise schämst, dann wird sie meistens rot. Und wenn du nervös bist, dann kann sie sogar fleckig werden. Wovon spreche ich? Genau, deine Haut. Und deine Haut ist auch das Erste, was man sieht, wenn man dir begegnet. Und von daher sollte deine Haut auf jeden Fall bei einem Date on point sein. Grundsätzlich ist eine gute Hautpflege sowieso das A und O. Aber vorm Date solltest du deine Haut nochmal vernünftig eincremen. Vielleicht ein bisschen Augengel verwenden, als auch dein Gesicht vernünftig eincremen, damit deine Haut beim Date auf jeden Fall strahlt. Nach meinen Tipps sollte euer Date auf jeden Fall hervorragend laufen. Und wenn es hervorragend läuft, dann kommt ihr euch möglicherweise sogar ein bisschen näher. Und wenn das der Fall ist, was berührt sich als erstes? Genau, ihr werdet die Person gegenüber wahrscheinlich mit euren Händen als erstes berühren. Was heißt das für dich? Du solltest dich auf jeden Fall vor deinem Date um deine Hände kümmern. Das bedeutet, deine Fingernägel knipsen. Das bedeutet, deine Fingernägel fallen. Und möglicherweise auch einfach mal deine Hände vernünftig eincremen mit einer Handcreme, damit sie einfach schön und gepflegt aussehen. Denn Leute, believe it or not, die Frauen der Schöpfung werden euch auf jeden Fall ganz genau auf die Finger schauen, denn sie möchten wissen, was für Hände sie möglicherweise berühren werden. Mundpflege ist vor dem Date das A und O. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Heißt, vor dem Date das komplette Mundpflegeprogramm mit Zähneputzen, Zahnseide, Mundspülung etc. etc. Und wenn du während des Dates deinen Atem frisch halten möchtest, dann würde ich dir weniger zu Kaugummis raten, sondern vielmehr zu Pfefferminzbonbons, weil wenn du nämlich dann dein Kaugummi kaust wie so ein Esel, das kann ein ganz schöner Abtörner sein, genauso wie so eine Knoblauchfahne. Von daher lieber zu Pfefferminzbonbons greifen und vor dem Date auf jeden Fall deine Gosche ordentlich reinigen. Was du auf jeden Fall stehen lassen solltest für dein Date, ist nicht dein Vorgarten da unten, sondern dein 3-Tage-Bad im Gesicht. Denn unzählige Studien haben belegt, dass die Frauen der Schöpfung auf 3-Tage-Bärte nicht nur stehen, sondern wirklich unfassbar attraktiv finden. Und außerdem ist es so, dass 3-Tage-Bärte natürlich auch Hautunreinheiten super kaschieren. Und falls du auf die Idee kommst, dich vor dem Date noch zu rasieren, empfehle ich dir tatsächlich einfach nur, deine Konturen ein bisschen zu trimmen und that's it. Auch wenn du dich gewöhnlich komplett glatt rasierst, mach das vor dem ersten Date am besten nicht, denn wenn du dich beim Rasieren irgendwie schneidest, dann hast du die A-Karte gezogen. Deshalb lass einfach ein paar Stoppeln stehen. Was auf gar keinen Fall bei der Date-Vorbereitung fehlen darf, ist ein guter Duft. Was für einen Duft soll ich nehmen und wie viel soll ich auftragen? Kommen wir zur ersten Frage. Welchen Duft? Ich verlinke dir passende Date-Düfte unten in der Infobox. Schau da gerne mal rein. Da ist auf jeden Fall ein guter Date-Duft für dich mit dabei. Und wie viel? Es sollte auf jeden Fall nicht so viel sein, dass die ganze Bar weiß, welchen Duft du trägst, sondern es sollte genau so viel sein, dass, wenn ihr auf dem Rückweg von der Bar im Taxi nach Hause sitzt, dass sie da deinen Duft riecht und genau das ist die perfekte Dosis. Kommen wir achtens zum Thema Outfit.
Ich habe dazu mal ein komplettes Video gemacht. Ich verlinke euch dieses Video auch hier oben in den Infocards. Schaut euch das gerne mal an zum Thema Date-Outfits. Was ich euch aber grundsätzlich hier nochmal kurz mit auf den Weg geben möchte. Zieht euch auf jeden Fall ein Outfit an, was zu euch und zu eurem Style passt und in dem ihr euch zu 100% wohlfühlt. Denn das sollte auf jeden Fall beim Date gegeben sein. Und neuntens, Leute, ich war eben bei einem Punkt schon im Taxi auf dem Rückweg nach Hause und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir auch so funktioniert, denn du bist ein Champ, mein Freund, und mit den Tipps von Online-Bruder, ja, sollte das auf jeden Fall klappen. Und wenn das der Fall ist, ja, solltest du das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass, wenn ihr zu dir nach Hause fahrt, deine Wohnung auf jeden Fall auch on point sein sollte. Bedeutet, du solltest auf jeden Fall deine Wohnung unter Kontrolle haben, explizit auch dein Schlafzimmer, denn die Frauen der Schöpfung werden auf jeden Fall darauf achten, wie es in deinem Schlafzimmer aussieht. So Leute, teilt das Video gerne mit Freunden, die sich gerade aktuell zum Date verabreden und die auf jeden Fall gut vorbereitet sein müssen für die nächsten Dates. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Daten. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.